Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Und wir haben jetzt annähernd Ende Oktober und da wird schon langsam Zeit, sich darum zu kümmern, noch die Dahlien dann auszugraben und einzuwintern. Hier seht ihr zwei meiner Dahlienstöcke, die noch sehr schön blühen. Weil das Wetter jetzt sehr warm war in den letzten Tagen noch und die sind hier auch in einem Bereich meines Gartens, wo sie gut geschützt sind und die werde ich noch eine Zeit lang stehen lassen, vielleicht noch ein, zwei Wochen, bis der erste Frost dann wirklich absehbar ist. Aber die anderen Dahlien in meinem Garten, die werde ich jetzt schon langsam abschneiden und dann ausgraben. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie ihr das am besten macht und was ihr sonst noch beachten solltet, wenn ihr sie einwintert. Und ja, hier seht ihr kleinere Dahlienstöcke von mir. Die sind jetzt nicht so hoch und so groß geworden wie die anderen zwei, die ich euch gezeigt habe vorhin. Und bei denen hier habe ich schon die Blüten abgeschnitten, da kommt auch jetzt keine wesentliche Blüte mehr nach, also da zahlt sich es nicht mehr aus, noch zuzuwarten, da kommt nichts mehr. Und als ersten Schritt zum Einwintern schneide ich alles ab, was an oberflächlicher Dahlienstaude noch da ist und lasse hier so eine Handbreit ungefähr über dem Boden die Stiele stehen und alles andere gebe ich auf dem Kompost. Und jetzt zeige ich euch, was ihr dann beim Ausstechen beachten solltet. Ja, wenn ihr die Dahlien ausstecht, dann achtet darauf, dass ihr nicht zu knapp zustecht, sonst verletzt ihr natürlich die Knollen, die sich in der Erde befinden. Also lasst gut 15, vielleicht sogar 20 cm Abstand und dann mit zwei, drei Stichen habt ihr dann den Wurzelballen im Normalfall mit den Knollen heraus. Ja, wenn ihr die Knollen ausgestochen habt, seht ihr, dann habe ich das schon ein bisschen abgeklopft, von der losen Erde befreit. Aber so ein bisschen Erde, die kann ruhig dranbleiben, das macht überhaupt nichts. Und hier seht ihr schon gleich einen Tipp zur Vermehrung, nämlich ich habe den Stock ausgestochen und da hat sich gleich mehr oder weniger schon hier so ein Seitenteil mit eigenen Knollen gelöst. Das heißt, die brauche ich nur voneinander trennen noch. So. Und dann habe ich eigentlich schon aus einem Stock zwei Stöcke gemacht. Und die bilden von Jahr zu Jahr neue Knollen. Das heißt, wenn ihr mal einen besonders schönen Stock zum Beispiel vermehren wollt, könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr hier ein paar Knollen wegnehmt und die dann extra einsetzt. Also Vermehrung ist ganz, ganz simpel. Was ich gerade da findet noch ein Regenwurm seinen Weg heraus. Den werde ich natürlich da lassen und nicht mit einwintern. Und wie ihr sie am besten lagert, zeige ich euch jetzt. Ja, ich lagere meine Dahlien im Keller und zwar in so Kunststoffklappboxen. Das ist am bequemsten und praktischsten. Und da schlichte ich einfach mehrere Dahlienstöcke nebeneinander hinein und trage die dann damit in den Keller. Und wie ihr seht, ein bisschen Erde lasse ich damit drauf. Also einfach grob abklopfen. Da muss man nicht jeden Rest an Erde entfernen, sondern ein bisschen was kann ruhig drauf bleiben. Und so stelle ich die einfach in den Keller. Man braucht sie nicht gießen. Die haben genug in ihren Knollen eingespeichert fürs Frühjahr, wenn man sie wieder auspflanzt.
Was ich noch mache, ist, dass ich die Stöcke ein bisschen kontrolliere, so wie ihr hier seht. Da wurde das durch wahrscheinlich Schnecken oder andere Käfer angefressen und auch da sieht man da an diesen Löchern und da ist noch irgendein Käfer oder Regenwurm drinnen in der Knolle. Also die Sachen sollte man entfernen und nicht mit einlagern. Also dahingehend die Stöcke ein bisschen kontrollieren. Und natürlich noch ein kleiner Spezialtipp, wenn ihr eure Dahlien in einer bestimmten Reihenfolge einsetzt oder nach Farben sortiert, dann wäre es gut, wenn ihr da natürlich ein Zettel drauf gebt und kurz beschriftet, Dahlienstock, orange-gelb oder rot oder wie auch immer, dass ihr hier die Farben dann im nächsten Jahr wieder entsprechend auch einsetzen könnt, so wie ihr das gerne hättet. Ich mache es immer bunt gemischt und setze die ein, so wie ich sie aus der Kiste herausnehme, egal in welcher Farbe die geblüht haben im letzten Jahr. Aber wenn ihr da eine gewisse Reihenfolge oder ein gewisses System haben wollt im Garten, dann solltet ihr sie auch entsprechend beschriften. Ja, hier seht ihr nochmal die Dahlien, die ich jetzt noch ein bis zwei Wochen lassen werde. Ansonsten jetzt Ende Oktober habe ich die anderen alle aus der Erde heraus und lagere sie im Keller ein. Und auf meinem Kanal findet ihr auch ein Video, wie ich sie dann im Frühjahr wieder einpflanze, was da zu beachten ist. Und ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Tipps für euch dabei. Und wenn ja, würde ich mich über ein Like und natürlich über ein Abo für meinen Kanal sehr freuen. Ciao!